Der Förderverein des Südwestkirchhofes Stahnsdorf gedachte des 80. Geburtstages von Manfred Krug. Der Schauspieler und Musiker verstarb im Oktober letzten Jahres und wurde auf dem Südwestkirchhof bestattet. Herr Ihlefeld, kann man schon von einem kleinen Wallfahrtsort sprechen? Also ein wirklicher Wallfahrtsort ist es nicht. Man muss aber schon zugeben, dass regelmäßig und zwar fast täglich danach gefragt wird, sowohl telefonisch als Vorinformation oder einfach die Menschen kommen, wo ist das Grab von Manne Krug. Es sind nicht die Massen und das ist auch kein Wallfahrtsort in dem Sinne. Aber im Verhältnis zu anderen Gräbern ist es regelmäßig besucht. Nur, dass es den Menschen einfach momentan noch sehr schwer fällt, dieses Grab zu finden, weil es ja eben in diesem wildromantischen Bereich etwas versteckt ist. Aber da hat der Friedhof ja was vor, nicht? Nicht der Friedhof, sondern die Familie wird das Grab ja noch kennzeichnen. Das Kennzeichnen mit einem Namensstein. Das ist ja bei dieser Art der Begräbnisstätten auch Pflicht. Jeder Mensch bekommt bei uns einen Namen. Und da kommt auch Manfred Krug nicht drum herum. Insofern wird es dann den Besuchern leichter fallen, auch das Grab überhaupt zu erkennen, was jetzt noch nicht möglich ist. Aber es soll auch eine Übersicht geben, nicht? Das ist richtig. Bei Menschen, bei Verstorbenen, die kürzlich verstorben ist, werden wir die Familien fragen müssen. Das war zum Beispiel bei Otto Graf Lambsdorff gar kein Problem. Da hat die Familie auch Wert darauf gelegt, dass er dort präsent ist. Bei Krugs muss die Familie sagen, ob sie damit einverstanden sind. Dann werden wir ihn gerne auch aufnehmen, natürlich als Hinweis. Es wird nicht abbrechen. Die Menschen werden, ob jung, ob alt, werden regelmäßig danach fragen. Sagen denn die Menschen auch irgendwas, warum sie an dieses Grab gehen? Also man hört schon deutlich, auch gerade wenn es dieselbe Generation ist. Er ist ja 37 geboren. Die ältere Generation sagt, also wirklich ein Mann, wir verehren den einfach. Damen, sehr viele, aber auch genau Herren, richtige Verehrer, richtige Fans. Wir lieben seine Filme und vor allem noch viel mehr. Die meisten verehren ihn wegen seiner musikalischen und schriftstellerischen Laufbahn. Das bringen die ganz klar zum Ausdruck. Wir mochten den als Typ, als Mensch in seiner Einfachheit, in seiner Direktheit auch. So ein aufrechter Kerl eben auch. Deshalb wird auch gar nicht angezweifelt, warum denn da in so einer einfachen Grablage. Die meisten sagen, das passt. Also wenn wir sagen, 200 Meter hinter Zille links abbiegen, finden wir das Grab. Das ist der richtige Weg. Gerne so als Beschreibung zwischen Zille und Langenscheid links ab. Dann kann man das Grab auch gut finden. Die Märkische Kiefer, wie man sieht, ist ja sehr markant. Und wenn der Namenstein steht in den nächsten Wochen, dann wird man es auch ganz gut zuordnen können. Recht, vielen Dank.